Wir begrüßen euch herzlich hier aus der Hamburger Kirche der Stille. Und zwar Irmgard Nauck, die hier Pastorin ist, die das auch mitinitiiert hat, diese Kirche hier. Und wir haben uns gedacht, in dieser wirklich speziellen Zeit ist diese Adventszeit quasi noch mal mehr mit dem Thema Sehnsucht verbunden, in diesem Hineingehen in die Dunkelheit, auch in den Weg nach innen, in die Einsamkeit, dass man dort umso mehr diese Sehnsucht in sich auch spürt, dass dieses Licht da sein möge, auf das wir zugehen, in dieser Zusage ja auch leben können. Und Irmgard hat Texte dazu ausgesucht, die um dieses Thema Sehnsucht kreisen und eigentlich diese Grundfrage von Advent ja stellt: Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Dieser Text wurde ja vertont von Johann Sebastian Bach als Choral in seinem Weihnachtsoratorium. Und wer möchte, kann gerne mitsingen, dort, wo man jetzt gerade ist, im Wissen, dass viele andere Menschen auch jetzt in diesem Augenblick gemeinsam singen. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Größeres und Schöneres. Das ist des Menschen Größe und Not. Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft, nach Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf. Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott, mit dieser Sehnsucht nach uns Menschen an? So lass unsere Sehnsucht nun damit anfangen, dich zu suchen, und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Der nächste Gesang heißt Ruach, ein hebräisches Wort für Heilig Geist. Also die Sehnsucht, tatsächlich erreicht zu werden, können wir da besingen. Der Text lautet Ruach Elohim, Ruach Chaim, also göttlicher Atem und Lebensatem. Ruach, 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 Ru
Ruach Elohim, Ruach, Ruach, Ruach Elohim, Ruach, Ruach, Ruach Chaim, Ruach Elohim, Ruach, Ruach, Ruach Elohim, Ruach, Ruach, Ruach Chaim, Ruach Elohim. Die geheime Unermesslichkeit unserer Seele ist die Sehnsucht nach dem Göttlichen. Diese ist kein verzweifeltes Verlangen nach einer abwesenden, fernen göttlichen Gegenwart, die vollkommen verschieden von uns wäre. Unsere Sehnsucht ist leidenschaftlich und unendlich, weil das Göttliche uns heim in die Gegenwart ruft. Unsere Sehnsucht ist ein Echo der göttlichen Sehnsucht nach uns. Unsere Sehnsucht ist der lebendige Abdruck der göttlichen Sehnsucht. Dieses Verlangen lebt in jeder und jedem von uns, in jenem unaussprechlichen Herzraum, in dem uns nichts anderes Erfüllung oder Frieden zu schenken vermag. Wirkliche Präsenz ist lichtgewordene Ewigkeit. Und diese Präsenz können wir ausdrücken in diesem nächsten Gesang. Der heißt Hineini, das ist wieder Hebräisch und bedeutet: Hier bin ich. Meine Bereitschaft, wenn ich gerufen werde, wenn die Sehnsucht von der anderen Seite mich erreichen möchte und sich mit meiner Sehnsucht verbindet, erreicht zu werden. Hier bin ich, Hineini. Und diese Präsenz einzuüben, dazu lädt diese Adventszeit
in diesem Jahr besonders ein, zu bejahen, in diese Stille zu gehen, auszuhalten, dass es still ist um mich herum und vielleicht das wertzuschätzen, was in der Stille sich mir zeigen möchte. Wir können jetzt gemeinsam einen Gesang singen, der vom Text her uralt ist. Er lautet: Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. Ein Gedanke aus der Benediktusriegel. Und mit diesem Gesang und nach diesem Gesang tatsächlich eine Zeit der Stille für sich gestalten. Kontemplation oder Gebet oder einfach in die Stille gehen. Suche den Frieden.
habe ich dich geliebt, du Schönheit. So alt und so neu, spät habe ich dich geliebt. Und siehe, du warst innen, aber ich habe dich draußen gesucht. Du warst bei mir, aber ich war nicht bei dir. Du hast gerufen und geschrien und meine Taubheit durchbrochen. Du hast geblitzt und gestrahlt und meine Blindheit verscheucht. Du hast deinen Duft verbreitet und ich sog den Hauch ein und seufzte nach dir. Ich habe dich gekostet. Ich hungere und dürste nach dir. Du hast mich berührt. Und ich brenne nach deinem Frieden. Was suchst du mich? Vergebens. Du kannst mich nicht finden. Du jagst Bildern nach, die dich ausfüllen. Die Abbilder von mir sind Fallen, die dich fesseln. Falle durch alle Bilder hindurch und ich empfange dich in meiner Geborgenheit. Du wirst entdecken, dass du gefunden bist, noch ehe du mich suchst, denn ich bin in dir, du, mein Ebenbild. Singen wir gemeinsam den Gesang Hagios Hotios, ein ganz alter Gesang aus dem Orthodoxen ursprünglich und dort auch weit verbreitet natürlich. Aber auch hier in unseren
Gefilden, in unseren Gesangbüchern steht dieser Gesang jetzt drin, ein Besingen von dem Heiligen um uns, das auch als Funke in uns ist, diese Ebenbildlichkeit des Menschen. Vielen Dank für das Mitgehen und wir wünschen, dass die Gedanken, die Lieder noch nachschwingen in dieser kommenden Woche. Wer möchte, kann einfach in einer Woche wieder dabei sein, am nächsten Sonntag, am 3. Advent, wieder um 19 Uhr. Und wir melden uns dann wieder hier aus der Kirche der Stille und die Texte wird dann Pierre Stutz lesen. Wer das unterstützen möchte, diese Initiative, kann gerne etwas an Musica Innova spenden. Und zum Abschluss können wir jetzt aber gemeinsam noch ein Segenslied singen. Und das als innere Bestärkung auch, dass wir gemeint sind, dass wir begleitet sind in dieser besonderen Zeit. Du bist gesegnet, ein Segen bist du. Du bist gesegnet, ein Segen bist du. Du
ein Segen bist du. Du bist gesegnet, ein Segen bist du. Du bist gesegnet, ein Segen bist du. Du bist gesegnet, ein Segen bist du. Ein Segen bist du, du bist gesegnet, ein Segen.